Freunde der Sonne, ihr habt viele Fragen, aber diese ist besonders häufig. Es geht um Handys, WLAN und darum, dass wir ständig bestrahlt werden. Ist das jetzt gefährlicher Elektrosmog oder unnötige Panikmache? Um das zu klären, habe ich mich heute mit Kurzgesagt zusammengeschlossen. Yes, das ist die Kollabo, auf die wir alle schon gewartet haben. Und wenn ihr bei diesem Thema wirklich durchsteigen möchtet, dann solltet ihr euch auch unbedingt beide Videos anschauen. Die Reihenfolge ist sogar egal, Hauptsache ihr bekommt die ganze Story. Falls ihr gerade von Kurzgesagt kommt. Und natürlich auch Hi von mir. Was auch immer ihr schon zu diesem Thema wisst, eins fällt auf, es scheint echt wenige Studien mit Menschen zu geben. Und bei diesen wenigen Studien ist anscheinend keine dabei, bei der sich jemand hinstellt und sagt, so, hiermit ist bewiesen, dass Handystrahlung für Menschen ungefährlich ist. Warum eigentlich nicht? Wir leben in einer Zeit des technischen Fortschritts, wo Menschen auf den Mond fliegen können. Warum ist es nicht möglich, diese Frage wissenschaftlich zu beantworten? Oder wird uns da etwas verheimlicht? Freunde der Sonne, holt euch einen Tee, macht es euch gemütlich, wir gehen der Sache auf den Grund. Erstmal eine ganz kurze Einleitung. Kurz gesagt quasi. Handy- und WLAN-Strahlung ist Mikrowellenstrahlung. Wie ihr vom Mikrowellenherd wisst, kann diese Strahlung Gewebe erwärmen. Je intensiver die Strahlung, desto stärker die Erwärmung. Auch ohne, dass wir jetzt gleich gebraten werden, kann Erwärmung gesundheitsschädlich sein. Deshalb gibt es für Handys, WLAN und so weiter Grenzwerte, die verhindern, dass zum Beispiel der Kopf beim Telefonieren jetzt nicht schädlich erwärmt wird. Also für Kopferhitzung gibt es natürlich noch andere Gefahrenquellen. Was, ich soll dir ein Shampoo ohne Chemie mitbringen? Die Frage ist jetzt, trotz der Einhaltung dieser Grenzwerte, kann Handystrahlung oder WLAN-Strahlung doch gesundheitsschädlich sein? Und zwar aufgrund von irgendwelchen biologischen Prozessen, die über diese Erwärmung hinausgehen. Also sogenannte nicht-thermische Effekte. Hier gibt es einige Sorgen und Befürchtungen. Von leichten Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Unwohlsein bis hin zu der Angst vor schwerwiegenden Folgen wie Unfruchtbarkeit oder Krebs. Ist da was dran? Nehmen wir mal die Sorge Krebs als konkretes Beispiel. Jetzt stellt euch vor, ihr wärt Forscher und ihr müsstet die Frage beantworten, kann Handystrahlung bei Menschen Krebs auslösen? Und ich meine es wirklich ernst, also stellt es euch wirklich vor. Wir machen jetzt eine Art Gedankenexperiment, denn es gibt zu diesem Thema tatsächlich gar nicht so wenige wissenschaftliche Ergebnisse. Aber nur wenn ihr lernt, wie eine Forscherin zu denken, nur dann könnt ihr diese Ergebnisse auch sinnvoll einordnen und interpretieren. Und diese allgemeine Denke könnt ihr in Zukunft auch auf alle möglichen anderen wissenschaftlichen Themen anwenden. Bei Forschung geht es nicht nur um die Forschungsfrage, in diesem Fall kann Handystrahlung Krebs verursachen, sondern immer auch um die Methoden. Das bedeutet, was wir denn genau anstellen, um diese Frage zu beantworten. Also, was stellen wir an? Bei solchen medizinischen Fragen fängt man in der Regel im Labor an. Das bedeutet verschiedene Experimente mit Zellen, in vitro sagt man auch dazu, und Versuche an lebenden Organismen, sprich Tierversuche, auch in vivo genannt. Konkret heißt das, ihr würdet Zellen und Tiere bestrahlen und schauen, ob irgendetwas passiert. Und dabei könnt ihr sehr systematisch vorgehen. Ihr könnt Labortiere zum Beispiel sehr gut vergleichen, weil sie so gezüchtet sind, dass sie genetisch gleich oder sehr ähnlich sind. Da könnt ihr sicherstellen, dass Unterschiede eben nicht auf genetische Unterschiede zurückzuführen sind. Und ihr könnt auch die Dauer und die Intensität der Bestrahlung sehr genau einstellen. Und so stellt ihr vielleicht fest, dass ab einer gewissen Strahlendosis eine bestimmte Krebsart häufiger auftritt. Wenn das passiert, ist das ein ernstzunehmender Hinweis, den ihr weiter verfolgen müsst. Und übrigens, je nachdem wie eindeutig die Ergebnisse und wie stark der Effekt ist, kann das bereits ausreichen, um die Grenzwerte zu senken. Denn hier gilt das Vorsorgeprinzip. Wir müssen hier nicht und wollen auch nicht darauf warten, dass die Schädlichkeit an Menschen eindeutig belegt ist. Es reicht, wenn eine Gefahr realistischerweise anzunehmen ist. Doch die Zell- und Tierversuche reichen eben nicht aus, um die Schädlichkeit an Menschen zu bestimmen. Dafür müsst ihr, ausgehend von euren Laborversuchen, Studien an Menschen durchführen. Nur, wie geht ihr da am besten vor? Lasst mal rein systematisch denken und noch nicht menschlich, also ist ja nur ein Gedankenexperiment, dann wäre ein gutes Studiendesign eine sogenannte randomisierte, kontrollierte Studie. Kontrolliert bedeutet, ihr habt neben einer Testgruppe auch eine Kontrollgruppe.
Die Testgruppe wird mit Handystrahlung bestrahlt, die Kontrollgruppe nicht und ihr schaut, ob es Unterschiede gibt. Randomisiert heißt, die Einteilung in Test- und Kontrollgruppe übernehmt nicht ihr, sondern ein Computerzufallsprogramm. So habt ihr auch keine Chance, durch die Einteilung in die Gruppen das Ergebnis zu verfälschen. Also, ihr seht ja selbst, was jetzt die Herausforderung ist. Im Gegensatz zu Labormäusen, die ihr super vergleichen konntet, habt ihr jetzt viele verschiedene individuelle Menschen, die sich stark unterscheiden. Nicht nur genetisch, sondern auch im Lebensstil, also wie die sich ernähren, ob die Sport machen, aber auch in deren Umwelt, ja, wo die leben, ob die viele Abgase einatmen. Und es ist schon schwer genug, Handystrahlung alleine von diesen anderen Faktoren zu trennen. Da ist es wichtig, dass ihr zumindest die Versuchsteilnehmer möglichst zufällig in Test- und Kontrollgruppe aufteilt, damit diese beiden Gruppen am Ende im Schnitt ähnlich sind und damit gut vergleichbar. Außerdem ist so eine Studie am besten doppelblind. Doppelblind bedeutet erstens, die Teilnehmer wissen nicht, in welcher Gruppe sie sind, also ob sie gerade bestrahlt werden oder nicht. Und zweitens, ihr, die Forscher, wisst das auch nicht. Ihr kriegt anonyme Daten, ihr wertet die aus und erst wenn die Auswertung fertig ist, darf diese Verblindung gelüftet werden. Damit ihr nicht mit euren persönlichen Erwartungen das Ergebnis beeinflusst oder verfälscht, sei es bewusst oder unbewusst. Ihr merkt schon, für Wissenschaftler gilt, traue niemandem. Und vor allem nicht dir selbst. Das Studiendesign randomisierte kontrollierte Studie gilt als der Goldstandard in der evidenzbasierten Medizin. Das bedeutet, randomisierte kontrollierte Studien sind besonders aussagekräftig. Doch für unsere konkrete Frage, nämlich kann Handystrahlung bei Menschen Krebs verursachen, kommt dieses schöne Studiendesign leider nicht in Frage. Aus mehreren Gründen, darunter: Erstens, wir dürfen Menschen nicht bewusst in Gefahr bringen. Zum Testen neuer Medikamente sind randomisierte, kontrollierte Studien vertretbar. Denn das Medikament hat sich ja in vorangegangenen Laborversuchen als potenzielle Heilung erwiesen. Bei Handystrahlung ist es andersrum. Hier hat sich eine intensive Bestrahlung im Labor als potenziell gefährlich herausgestellt. Und auch wenn nur Verdacht auf eine Gefährdung besteht, darf ich Studienteilnehmern aus ethischen Gründen nicht systematisch Schaden zufügen. Klarer wird es, wenn wir jetzt ein krasseres Beispiel nehmen, zum Beispiel jemand raucht eine Schachtel Zigaretten pro Tag. Dann kann ich diese Person wissenschaftlich beobachten, aber ich darf diese Person nicht dazu auffordern, eine Schachtel Zigaretten pro Tag zu rauchen für eine Studie. Das ist ethisch nicht vertretbar. Doch selbst abgesehen davon, zweitens, das Realisieren einer sinnvollen Kontrollgruppe ist quasi nicht möglich. Also, ihr müsst es euch einfach nur vorstellen. Eure Kontrollgruppe darf ja keiner Strahlung ausgesetzt sein. Also keiner Handystrahlung, keiner WLAN-Strahlung. Das heißt, ihr müsstet die Kontrollgruppe irgendwie in den Wald setzen, wo kein Empfang ist. Und selbst wenn ihr das hinbekommen würdet, dann wäre das Ganze erstens nicht verblindet. Und zweitens bekommt ihr noch ein ganz anderes Problem. Nämlich, die Leute sind ja dann völlig von der Außenwelt abgeschlossen. Und damit wäre eure Kontrollgruppe wirklich nicht mehr vergleichbar mit eurer Testgruppe. Sagen wir, ihr stellt fest, dass die Waldgruppe gesünder lebt. Dann kann das an der fehlenden Handystrahlung liegen. Es kann aber auch an alle möglichen anderen liegen. Daran, dass die Leute sich mehr bewegen, mehr frische Luft haben, vielleicht mehr schlafen und so weiter. Oder man müsste beide Gruppen in den Wald bringen und nur eine davon bestrahlen, aber dann wären wir auch wieder beim ethischen Problem. Also ihr seht selbst, das geht nicht. Also anders. Wenn wir die Frage nicht experimentell beantworten können, müssen wir beobachten. Beobachtende Studien sind ein wichtiger Teil evidenzbasierter Medizin. Ein Beispiel ist die sogenannte Kohortenstudie. Eine Kohorte ist eine Gruppe von Studienteilnehmern, die ich über einen langen Zeitraum, Jahre oder Jahrzehnte hinweg, beobachte. Für unsere Frage, kann Handystrahlung Krebs verursachen, brauchen wir eine Gruppe von Menschen, die zu Studienbeginn alle gesund sind. Die nächsten Jahre checken wir sie regelmäßig durch, wir schauen, wie viel sie ihr Handy benutzen und wie es mit ihrer Gesundheit steht. Und nach Jahren beobachten wir, wie viele der Teilnehmer Krebs bekommen haben und ob die Betroffenen sehr häufig ihr Handy benutzt haben oder eben auch nicht. Klingt erstmal nach einem guten Studiendesign. Ist es prinzipiell auch. Zum Thema Handystrahlung läuft jetzt im Moment eine große Kohortenstudie. Die COSMOS-Studie, die untersucht, ob Handystrahlung der Gesundheit schaden kann. Die Studie hat ein Auge auf Hirntumore und auf andere mögliche Krankheiten und besteht aus 6 großen Kohorten aus 6 verschiedenen europäischen Ländern. Die erste Kohorte startete 2007 und die Studienteilnehmer sollen insgesamt 20 bis 30 Jahre lang beobachtet werden. Während so eine Kohortenstudie nicht so systematisch ist wie eine experimentelle Studie, liegt genau da auch ein Vorteil. Denn während Laborsettings oft nicht alltagsrelevant sind,
beobachten wir hier die Menschen in ihrem echten alltäglichen Leben und die echten realen Auswirkungen. Nun gibt es aber bei Kohortenstudien einen wesentlichen Nachteil, nämlich Kohortenstudien eignen sich nicht für seltene Krankheitsfälle. Sagen wir, Handystrahlung löst in einem von 1000 Fällen Krebs aus. Nur so als Beispiel. Und wir beobachten jetzt 10.000 Menschen. Und 10 Menschen davon kriegen durch Handystrahlung Krebs, dann werden wir diesen Effekt nicht bemerken. Das könnt ihr euch schon selbst denken. Seltene Gefahren sind nur mit riesigen Kohortenstudien zu beobachten. Das ist schwierig und, wie ihr euch vorstellen könnt, auch ziemlich teuer. Was könnte man denn noch machen? Wir können statt einer sogenannten prospektiven Studie, also vorausschauend, eine respektive Studie machen, also zurückschauend. Was heißt das? Schauen wir uns ein konkretes Beispiel an, nämlich die Case-Control-Studie. Wir suchen uns zwei Gruppen von Studienteilnehmern. Eine mit Krebs, das ist die Case-Gruppe, und eine gesunde Gruppe, die Control-Gruppe. Case-Control-Studien eignen sich für seltene Krankheitsfälle, denn ich suche mir ja hier bewusst nur Leute mit Case aus. Doch jetzt kommt das Schwierige. Im Gegensatz zu einer Kohortenstudie, wo ich die Menschen jahrelang begleite, muss ich jetzt versuchen, rückblickend herauszufinden, wie viel Strahlung diese Menschen ausgesetzt waren in den letzten Jahren oder Jahrzehnten und ob es einen Unterschied gab zwischen der Case- und der Kontrollgruppe. Das meiste kriegt man nur durch Befragung heraus oder durch andere ungenaue Methoden. Zum Beispiel schaut man sich Handyverträge an und versucht daraus rückzuschließen, wie viel die Menschen ihr Handy genutzt haben. Aber akkurat gibt das die Strahlenbelastung natürlich nicht wieder. Außerdem unterliegen Case-Control-Studien leicht einem sogenannten Recall-Bias. Sagen wir, ich habe Krebs und werde im Rahmen einer Case-Control-Studie befragt, wie oft ich mein Handy benutzt habe in den letzten Jahren. Jetzt habe ich vielleicht schon mal gehört, dass Handystrahlung und Krebs irgendwie zusammenhängt und das führt dazu, dass ich mich viel stärker daran erinnere, wie oft ich mein Handy benutzt habe, als jemand aus der Control-Gruppe. Dieser Recall-Bias, Erinnerungs-Bias, verzerrt also die Ergebnisse der Befragung. Jetzt leuchtet euch wahrscheinlich ein, warum es auf die Frage, kann Handystrahlung Krebs verursachen, bisher noch keine eindeutigen Antworten aus Studien mit Menschen gibt. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass wir wild behaupten können, dass Handystrahlung gefährlich sei oder dass sie Insekten tötet oder was auch immer man dazu hört. Das beruht auf keinen wissenschaftlichen Daten. Das heißt aber auch nicht, dass wir jetzt völlig hilflos sind und für immer unwissend bleiben werden. Wie gesagt, große Kohortenstudien laufen derzeit noch. Außerdem habt ihr ja selbst gesehen, dass verschiedene Methoden verschiedene Vor- und Nachteile haben und gute Forschung zieht viele verschiedene Methoden hinzu und setzt die zusammen wie eine Art Puzzle. Zum Beispiel brauchen wir neben diesen recht anwendungsbezogenen Studien mit Menschen auch ein grundlegendes biochemisches Verständnis für die Mechanismen, die zum Beispiel hinter Handystrahlung und Krebs stecken könnten. Und das ist sehr wichtig, es gibt bisher noch keine schlüssige Hypothese, noch keine Vorstellung davon, wie Handystrahlung Krebs überhaupt theoretisch auslösen könnte. Es gibt keinen plausiblen biologischen Mechanismus dafür. Das heißt nicht, dass man sich erforschen sollte, aber es ist ein gutes Zeichen dafür, dass man nicht in Panik verfallen sollte. Ich würde jetzt an dieser Stelle zur Visualisierung Tee trinken, aber es ist heute einfach zu heiß in meinem Studio. Wenn ihr jetzt genau wissen wollt, welche Puzzleteile die Forschung bisher gesammelt hat, was man mit Gewissheit sagen kann und was Elektrosmog eigentlich genau ist, dann findet ihr diese Antworten bei Kurzgesagt. Und wenn ihr schon mal da seid, hinterlasst dem Kurzgesagt-Team doch gerne ein paar Keks-Emojis. Vorher könnt ihr mir aber gerne in den Kommentaren verraten, wie ihr mit diesem Thema im Alltag umgeht. Macht ihr euch Sorgen? Unternehmt ihr irgendwas? Also legt ihr euer Handy möglichst weit weg, beim Schlafen zum Beispiel? Oder seid ihr da ganz entspannt und optimistisch? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, bleibt sicher.